Jodelo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Ich bin der Digiheld und ich muss mein Mikrofon ein bisschen näher ranbringen, damit ich auch ein bisschen klinge. So. Na komm schon, Mikrofon, gib's mir. Na. Gut, so. Entschuldigung für die ganzen Geräusche. Oh Gott. So, okay. Ja, also, was machen wir in diesem Teil? In diesem Teil werde ich hoffentlich es schaffen, die Forschung an den Start zu kriegen. Ich dachte schon, ey, ich bin zu weit. So. Das Ganze sieht dann so aus. Ich hab's geahnt. Na, ist ja klar. Na, ist doch klar. So, ich, genau. So, jetzt auch schon die roten. Dann geht's weiter mit Blau und Lila. So. Da muss man auch nicht schüchtern sein. Einfach verlegen den Scheiß. Das sieht naja sowieso niemanden mehr. Es ist genau hinter dem Kackpfahl, ne? Moment mal. Hatte ich nicht extra, egal, dann läuft das halt schon rein. Was soll's? So, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hinlaufen muss, damit ich irgendwie das Lila kriege. Ich werde mal runterlaufen schon mal. Ich bin ja so aufgeregt. Schnell, bevor das wieder kommt. Oh Mann. Ah, das sollte irgendwie einigermaßen hinkommen. Boah, es kommt sowas von geil hin. Ach Gottchen. Okay. Ist natürlich ein bisschen doof, weil wegen dem Greifern hier. Das liegt leider in der Natur der Sache.
Weil die Greifer können halt einfach nur auf eine Seite ablegen. Das ist leider so. So, aber wir haben jetzt grüne, rote und wir haben blaue und lila an Start. Also wir können halt irgendwie noch die gelben und die Militärforschung an den Start bringen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, die Science-Forschung, also die man über die Satelliten kriegt, hier reinzuladen. Und dann drücke ich die T-Taste. Öffne die Forschung. Am liebsten würde ich hier die Dinger erforschen. Das geht nicht, weil ich habe nicht genug. Dafür brauche ich nicht schon wieder schwarze. Und gelbe auch. Ja, also bin ich sowieso raus. Ich brauche noch die gelben dann. Die werde ich dann als nächstes anfangen. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal die ganzen Dinger hier, kann ich jetzt alles schon mal erforschen. Das alles kann ich alles erforschen. Bis hier kann ich das alles erforschen. Und los geht's. Boah. Spektakulär. Direkt noch überlegen, ob ich nicht noch mal tatsächlich hier 9 Stück da dran knall. Egal, wir forschen und das soll jetzt erstmal nicht schlecht sein. Und es sieht noch tatsächlich so aus, als würde der Nachschub rankommen. Das Einzige, was da ein bisschen wenig hier rauskleckert, das sind die Steinchen. Also so wie das aussieht, brauche ich halt zum Produzieren der Öfen hier so viel Steine. Ich produziere. Also mehr. Ich bräuchte so praktisch das Dreifache von den Steinen, so wie es aussieht. Wo ist der Jeep eigentlich? So. Steine produziere ich ja jetzt hier hinten. Und dann schauen wir mal, ob wir da nicht mal ein bisschen mehr produzieren können. Jawohl, gib's ihm. Der Sau, hat's verdient. Genauso wie Lederhosen. So, weiter geht's. Also man sieht, hier werden Steine produziert. Oh, echt? Und das reicht nicht? So, ich brauche jetzt keine 500 Stück mehr. 300 reichen auch. Krass. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Strom muss weg.
Tja, das sieht so aus, als müsste ich hier eine ganze Menge mehr bauen. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nicht ein, was mein Problem damit sein könnte. Okay, also bis auf Hochöfen habe ich alles da gehabt. Aber wer braucht schon Hochöfen? Ne? So, Hochöfen, 5 Stück, naja, geht mehr, ne? Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Und ich brauche diese Zielsteine, oder? Oder? Ja, 10 Stück. Ich brauche rote Schaltkreise und ich brauche Stahl. Stahl kriegen wir hier. Die roten Schaltkreise, bin ich mal gespannt, ob ich die jetzt immer noch vorrätig habe. Also da nicht mehr. Und hier auch nicht mehr. Oder? Witzigerweise kommen wir. Boah, es passt eigentlich recht gut so momentan. Muss ich sagen, mit den Steinen. Ich will mal gleich mal wieder mein Surfbrett rausholen hier. Also den Jeep. Das erinnert mich immer so ein bisschen daran, das Surfbrett so auszuwerfen und raufzuspringen. Das ist natürlich noch nicht so. Müsste man im Laufen machen, ne? Vielleicht kriege ich es ja irgendwann mal hin. Und das war's schon mit der ersten Forschung. Inventar Logikplätze 4. Erlaubt es dir, Gegenstände aus dem Logiknetz anzufordern? Diese Gegenstände werden mittels Logiknetz. Da habe ich also Inventar Logikplätze 6. Warte mal, wie viel habe ich jetzt? Keine Ahnung, was er meint. 4, 5, 6. Und ich habe. Was soll ich denn? 12, 18 Plätze. Und jetzt will er mir erzählen, wenn ich das gemacht habe, habe ich nur noch 6 oder was? Wahrscheinlich habe ich dann einfach mehr. Noch mehr. Also es, ich habe dann nicht einfach nur 6 Plätze, sondern einfach viel mehr Plätze.
Ich wundere mich gerade, wie ich mir gedacht habe, dass das funktioniert. Versuchen wir es mal so. Ich scheine ein Problem damit zu haben, zu erkennen, dass ich ja auch Material irgendwie reinführen muss. Da steht bevorzugter Ausgang. Das irritiert mich immer. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass wenn das sich zustaut, dass der dann auch auf der anderen Seite ausgibt. Das möchte ich nämlich nicht. Ich möchte, dass er tatsächlich nur auf der Seite ausgibt. Damit ich halt. Oh, jetzt geht mir das mit der Forschung auf den Sack. Erhöht die Fluggeschwindigkeit. Jawohl. Okay, alles klar. Also, okay. Wir wollen was machen? Wir wollen praktisch jetzt das Zeug auf der Innenseite haben. Machen das spektakulär. Spektakulär as hell. So wollen wir es nicht haben.
So. So wollen wir das haben. Das heißt, das Erz packe ich halt nur auf der einen Seite hin. Nein! Wieso? So. Ja, und schon ist das Ding fertig. Kapazität verdoppelt. Jetzt macht er so viel von dem Zeug, dass er gar nicht weiß, wohin damit. Ja, das ist eine ganz andere Dichte jetzt hier. Mir gefällt das. I like it. Der geht nicht durch. Also kann ich irgendwie theoretisch kann ich auch schon wieder ein paar Sachen wegbauen, weil das Maximum. Aber das Ding ist halt, er hat wahrscheinlich gerade auch noch Mauern hergestellt. Und wenn ich irgendwie auch mal Erde wieder rausnehme, dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Na gut. Okay, das war nochmal ein kleiner Einwurf, so, den ich gemacht habe, weil jetzt meine Forschung ja funktioniert und läuft und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin begeistert, wie schnell das letztendlich ging. Also da ist der Wagen, den müsste man so praktisch im Laufen, zack, ne? Aber man hört ja schon. Leider muss da noch. Oh, da ist mir was geplatzt. Oha. Turm steht wieder, aber man sieht, wie dicht das alles ist. Wie dicht beieinander. Elektrizität ist auf vollen Touren. Aber es funktioniert auch alles. Wo sind hier meine Kisten da? Für das Zeugs. Wie viel sind da jetzt drin? 100 Stück oder was? Ja, guck mal dann. Da muss ich mir da echt keine Sorgen machen. Also. Ist halt aufgefüllt. Nee, kann man nicht verlangen. Aber ich könnte natürlich hier tatsächlich meine patentierte Lösung hinbauen. Mit diesen anderen Türmen noch dazu. Aber das wird mich dann auch schon wieder ganz schön viel Munition kosten. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. So, das ist das, worauf ich gewartet habe.
Kohleverflüssigung. Ach, das ist. Brauche ich nicht. Arbeitsrobotergeschwindigkeit ist erstmal Trumpf. Was ist das hier? Ah, hier, die Bänder. Ich könnte dann, wenn ich damit fertig bin, die habe ich die blauen Bänder. Die Kapazität, das ist natürlich auch eine geile Sache. Produktivitätsmodul kann man auch irgendwie schön einsetzen. Ich habe keine Ahnung wie. Inventarlogikplätze 5 ist natürlich auch eine schöne Sache. Mehr Forschungsgeschwindigkeit, das heißt, es geht alles noch schneller. Eigentlich wäre das klug, das als erstes zu forschen. Bergbauproduktivität plus 2%. Das heißt, er kriegt halt mehr aus den Erzen raus. Ja. Wiederaufbereitung von Kernbrennstoff. Also wenn ich das lese, dann frage ich mich natürlich, warum zum Teufel Wiederaufbereitung? Die Antwort könnte sein, dass es sich lohnen könnte, das praktisch zu erforschen, eine ganze Weile bevor man das erforscht. Einfach weil, aber kann ich überhaupt? Es geht hier um die Kern, also um mit Kernkraft Strom zu erzeugen. Dafür brauche ich das hier, Kovarex Anreicherungsprozess. Oder? Oder kann ich das schon machen? Ich kann es nirgends sehen. Ich könnte das ja irgendwie, ach, erstmal was forschen, einfach irgendwas forschen. So, und dann gucke ich mal. Ach schön, doch, ich könnte schon eine Zentrifuge bauen. Na, schauen wir mal, das steht auf einem anderen Stern. Jedenfalls freue ich mich, dass du so lange durchgehalten hast und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und, ja, sieht doch alles super aus. Komm, jetzt kommen wir stark voran. Also, es ist tatsächlich nicht mehr viel. Es ist jetzt eigentlich tatsächlich nur noch. Ja, die gelbe Forschung, die schwarze Forschung. Ja, also das Einzige, was halt irgendwie noch ein bisschen gemacht werden muss, ist eventuell hier das Ausbauen mit den Materialien. Ach du grüne Leute, wieso ist das immer noch? Da muss ich nochmal hinfahren. Das muss ich jetzt nochmal machen. Also da passiert jetzt auch nichts mehr. Ich werde jetzt nochmal die beiden Dinger gerade ziehen und dann war's das. Deswegen sage ich schon mal Tschüss und auf Wiedersehen und hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt. Factorio mit mir. Die Helden auf dem Kanal sind dann wir auf Lachen. Man muss das ja auch immer wieder so von sich geben. Den ganzen Unsinn, weil... Jetzt vergisst man das ja, ne? Ich habe schon selbst vergessen, wie mein Kanal heißt. Wie soll ich das dann von anderen? Ah, yes. Oh, ja. Wie soll ich denn das dann von anderen? Ja, was heißt erwarten? Ist ja schon mal wieder völlig falsch. Aber dass sie sich das dann merken. Schwupps, sind die Sachen weg. Also. Ja, jetzt fliegen die schon alle ein bisschen schneller, ne? Arbeiter.
Arbeitsrobotergeschwindigkeit. Und das wird dann halt bei den. Das war gerade wahrscheinlich Logistikgeschwindigkeit und jetzt ist es Arbeiterrobotergeschwindigkeit. So, dann machen wir irgendwie mal die Maschine sauber. Alter Vater! Geile Geschichte. So, Also man sieht, ich könnte irgendwie direkt so einen Bahnhof könnte ich direkt nochmal daneben bauen. Also hier. Weil das alles schon jetzt nicht mehr reicht. Und das ist ja noch der Hauptgrund, glaube ich, warum hier das alles weggeht, das sind die Bänder, ne? Ist ja der Wahnsinn, ne? Was das ist die Bänder? Sind das die Bänder? Hier. Ja, da findet ein Verlustschatz, sieht man? Kann man das erkennen? Ich kann da mal hingehen. Man sieht halt, wie nach und nach das wegwandert. Sieht man? Kann man das sehen? Und das bedeutet, dass das halt irgendwann ausgehen wird. Oh, da ist was geplatzt. Was? Oh, ich glaube, ich habe keine. Ich habe von denen habe ich keine. Was war das für ein Angriff, dass mir das Ding weggeschossen wurde? Ist ja der Wahnsinn. Und auch der Stahl geht halt wieder zur Neige. Also deswegen kann ich schon sagen, wir müssen hier nochmal einen Bahnhof bauen. Einfach um die Kapazitäten, die wir halt haben, auszunutzen, was unsere Öfen angeht, denn es brennen nicht alle Öfen. Ja, man kann hier sehen, die Öfen brennen nicht. Das heißt, hier hinten, das heißt, es kommt gar nicht genug Erz hinten an. Witzigerweise brennen diese Öfen auch nicht, weil hier halt da müssen wir mal irgendwie so ein bisschen Ausgleich schaffen. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ich wollte den Teil schon längst beenden und spiele jetzt einfach weiter. Nochmal eben schnell. Weil ich halt gleich eine Idee hatte, wie ich hier ein Problem löse. Und zwar will ich hier so einen Ausgleich schaffen. Um halt Sachen, die halt hier sich stauen, abfließen zu lassen. Ausprobieren, was der mit bevorzugtem Ding.
links meint. Wenn ich jetzt sage, fehlt mir das immer auf die rechte Seite. Ja, da kommt tatsächlich dann gar nichts mehr raus. Ne? Also er filtert mir das echt recht. Er filtert mir das wirklich raus. Aber wenn ich den Filter lösche. Wenn ich den Filter lösche, dann macht er das halt so, dass er halt irgendwie alles, was halt irgendwie er auf der rechten Seite nicht los wird, er auf der linken Seite rausschmeißt. Das ist genau das, was ich will. Und das ist nur eine Vermutung, das sage ich jetzt einfach mal so. Okay, dann mache ich jetzt hier noch mal, weil dann ist auch wirklich Schluss, ne? So. Also man sieht, hier kommt tatsächlich gar nichts mehr raus, ne? Also, aber das ist auch voll in Ordnung so. Warte mal, was stimmt jetzt nicht? Okay, das ist wohl kurze Zeit mal irgendwie das ausgegangen. Da nutzt nichts, muss ich dahinter bauen. Ich irgendwie krieg das nicht hin. So, das ist jetzt wirklich komplett voll gekesselt. Und jetzt auch hier rechts bevorzugt. Na, guck mal, jetzt habe ich schon die nächste Forschung wieder. Transportmenge. Also hier ist halt irgendwie auch tatsächlich. Geht hier auch das Material aus. Okay, alles klar, das war's. Boah, 40 Minuten teilen. Ciao.